was für einen Aufruhr hat es doch ursprünglich gegeben. Der Bund der Vertriebenen wollte in Deutschland ein Zentrum gegen Vertreibung einrichten. Und nicht nur aus Polen und Tschechien schallte es damals Revanchismus. Aus dem geplanten Zentrum wurde dann erstmal eine kleinere Wanderausstellung mit Start in Berlin. Und die meisten, die inzwischen gesehen haben, haben die Aufregung im Nachhinein nicht verstanden. In Hessen können wir uns jetzt selbst ein Bild machen. Seit heute hat die Ausstellung in Frankfurt geöffnet. Großer Andrang in der Frankfurter Paulskirche. Rund 600 Besucher wollen die Vertriebenenausstellung Erzwungene Wege sehen. Viele von ihnen haben selbst durch Vertreibung ihre Heimat verloren. So wie Ilse Kölbe. Die Sudetendeutsche wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von den Tschechen aus ihrem Haus im Erzgebirge vertrieben. Seit 60 Jahren lebt sie in Heusenstamm. Die Ausstellung über die Schicksale anderer Vertriebener reißt bei ihr alte Wunden auf. Erinnerungen an die eigene Todesangst. Wir wurden binnen 5 Minuten aus dem Haus gejagt. Und weil ich mein Kind vermisst habe und in die Wohnung noch mal wollte, da hat er mich, der eine Tscheche, zusammengetreten. Und meiner Mutter hat er mit einem Knauf und so einen Revolver ins Gesicht geschlagen, hat ihr hier den Nerv zerschlagen im Gesicht. Und dann standen wir halt auf der Straße und es war ihm nichts mehr. Wir hatten eben nichts mehr. Ihr Schicksal, ein Massenschicksal im 20. Jahrhundert. Millionen Europäer wurden Opfer von Vertreibung und Deportation. Ihre Geschichten zeigt die Ausstellung. Nebeneinander das Leid der Armenier, die Deportation der Polen und Juden im Zweiten Weltkrieg, das Schicksal der Menschen im ehemaligen Jugoslawien. Auch die Vertreibung Deutscher nach dem Zweiten Weltkrieg und ihr Neustart, zum Beispiel in Frankfurt. Deutsche neben Juden als Kriegsopfer zu zeigen, dieser Ansatz stößt in Teilen Osteuropas auf Kritik. Und in Frankfurt demonstriert auch eine kleine Gruppe der Antifa gegen die Ausstellung. In der ganz klar die Vertreibungen der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg in eine Reihe gestellt werden mit dem Genozid an den Armeniern und mit dem Beginn des Holocaust in Deutschland. Und dadurch eben versucht wird, die deutsche Schuld daran zu relativieren und sich in eine Reihe mit den Opfern des Nationalsozialismus zu stellen. Die Initiatoren der Ausstellung vom Zentrum gegen Vertreibungen lassen diese Kritik nicht gelten. Sie stellen die Opfer bewusst nebeneinander. Wir wollen uns auch an die Seite anderer Opfer stellen, damit wir uns gegenseitig Kraft geben, gegenseitig stärken und das Mitgefühl füreinander entwickeln und nicht in einen Konkurrenzkampf eintreten. Es muss ein Miteinander der Opfer geben, damit man auch gemeinsam so stark ist und möglicherweise, die Utopie sollte man haben, solche Art Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Ilse Kölbel ist sich bewusst, was ihre Generation anderen Europäern angetan hat. Nach ihrer Zwangsaussiedlung kam sie gemeinsam mit überlebenden Juden in ein hessisches Auffanglager. Was sie dort erlebte, bewegt sie noch heute. Die Juden waren dann so nett zu uns, die haben uns von ihren wenigen noch gegeben. Also da bin ich euch noch dankbar dafür. Ich hatte ein Tuch, das ist jetzt zerfallen. Das habe ich mal ewig aufgehoben, das ich von der einen Jüdin damals geschenkt bekommen habe. Das Zentrum gegen Vertreibungen sucht nach Zeichen der Versöhnung. Seinen Franz-Werfel-Menschenrechtspreis erhielt heute der ungarisch-jüdische Autor György Konrád, der nur knapp der Deportation ins Todeslager Auschwitz entkam. Ilse Kölbel wünscht sich, dass die Ausstellung aufklärt und vor weiteren Vertreibungen warnt. Wir hoffen, dass sowas nie, nie, nie wieder vorkommt. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Nirgendwo in der Welt.